Dynamite, Johnny. Machen die Scheiße seit 18 Jahren. 18 Jahre. Damals wusste ich noch nichts vom Ego. 93. Aber heute denke ich mir oft: Lieber Gott, gib mir die Energie, bitte gib mir die Energie. Bitte gib mir die Strophen und bitte gib mir die Melodien. Bitte gib mir die Kraft, dass sie durchzustehen, ohne durchzudrehen. Ich glaub an dich, doch will nicht zur Kirche gehen, es ist fürchterlich. Hörst du mich? Hallo? Siehst du mich, fühlst du mich und verstehst du mich? Die Leute sehen mein Auto und laufen, doch darum geht es nicht. Ich hab grad keine Pläne, denn ich vertraue meinem Ego nicht. Weil auf das, was mein Ego will, nicht gut für meine Seele ist. Ich weiß, dass ich nicht glücklicher werde, wenn ich mir Knete krieg. Weiß, dass mich keiner mehr mag, nur weil ich paar schöne Mädels fick. Doch ganz genau, das ist, was mein Ego will. Deshalb schäme ich mich, weil dieser oberflächliche Scheiß mir eigentlich zu wenig ist. Denn jahrelang hab ich gedacht, dass alles nur Karriere ist. Und heute merk ich, dass in meinem Herzen so eine Leere ist. Ich hab zwar viel gelernt, aber frage mich, was die Lehre ist. Ich werd gelobt, werd gedisst, Zukunft war nicht sehr gewiss. Doch irgendwas gibt mir die Power, egal wie schwer es ist. Und ich bin doch mehr Opti als Pessimist, langsam merk ich es. Ich liebe Musik machen, auch wenn dieses Business nervig ist. Ich dachte, ich schreib mal wieder etwas Ehrliches. Ich lieber auf mein Ego oder doch auf meine Seele. Ich höre Stimmen in mir reden, so als ob ich schizophren bin. Sie sind selten einer Meinung und erschweren mir so Entscheidung. Und ich fühle mich so allein und hilflos im Kampf gegen mein Ego. Noch wie schlimm es war, als ich irgendwann rausfand, dass es eine innere Stimme gab. Denn scheinbar niemals reicht, was ich mache, was sie mir immer sagt. Sie will noch mehr zu fressen, fast wie diese Raupe nimmer satt. Nein, sie ist echt nimmer satt, hungrig, seitdem wir Kinder waren. Wussten, dass wir nur Loser in den Augen der Gewinner waren. Das Gefühl von damals erinnert haben, noch in uns tragen. Nie wieder soll jemand hier über mich solche Dinge sagen. Nein, ich werd's euch allen nie zeigen, allen beweisen. Wir werden sehen, wer als letztes lacht, wenn alles vorbei ist. Ja, ganz ehrlich. Wenn es vorbei ist, dann wird keiner mehr lachen. Das sind alles nur Illusionen, die wir uns leider hier machen, weil wir das Ego handeln lassen. Und das will nicht dich zufriedenstellen, sondern den Rest dieser Riesenwelt. Wer braucht all den Ruhm und das viele Geld? Braucht man alles für sich selbst? Liebe ist nicht käuflich, nein, nicht einmal Liebe für dich selbst. Nein, ich hab's versucht mit Baggy Sneakers und Schmuck. Trotzdem hab ich nicht viel lieber in den Spiegel geguckt als vorher, aber nachher, als ich endlich durchschaut hab. Es geht nicht darum, was ich auf meiner Haut trag, was ich gekauft hab oder was ich verkauft hab, sondern was ich aussag. Was ist mein Auftrag? Was ist meine Mission? Nein, ich verkauf meinen Arsch nicht einmal für 1 Million. Wenn ich am Ende glücklich bin, hat sich die Reise gelohnt. Ich liebe auf mein Ego oder doch auf meine Seele. Ich höre Stimmen in mir reden, so als ob ich schizophren bin. Sie sind selten einer Meinung und erschweren mir so Entscheidung. Und ich fühle mich so allein und hilflos im Kampf gegen mein Ego.